Finale, hoho. Finale, hohoho. Der letzte Tag, das große Finale, Fragezeichen. Bring ich auch jetzt mal ein Let's Play zum Abschluss hier. Das hat jetzt ja doch einige Folgen in Anspruch genommen, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Geschehen. Welche Schilder sind gefragt? Und da kann dieser junge Mann hier doch uns weiterhelfen. Der hat hier zig Schilder. Ah, das ist Forever Games. Schild kann ich gar nicht kaufen. Dann haben wir hier einen Zirkusbanner. Das passt aber auch nicht ganz in die Kategorie. Science Signals. Oh. Was im Klamotten Hardware ist auch noch gefragt. Tabletop Hockey Game. Nicht viel wert. Hallo? Ah. Sorry für den kleinen großen Lag. Machen wir jetzt hier die Wimmelbildpassage mal eben. Spielzeug. Panzer, Stereoskop, antikes Kopfband. Ja. Könnt ihr natürlich auch nur Wimmelbilder machen hier am letzten Tag, um nochmal ordentlich Kohle zu machen, aber das würde ich nicht aushalten. Eine Schlossskulptur, ein Vintage Hockey Stick. Ah, und ein Juggleshorn Actionfigur. Was ist denn ein Juggleshorn? Ein antiker Stock ist hier. Ist der denn? Müsste hier sein. Ach, da. So, den kriege ich jetzt. Der passt in die Kategorie Clothing, ein Accessoire sogar. Ja, ein Accessoire. Fedora Actionfigur. Nein. Baseballkarte. Sports Collectibles. So, die scheint sogar was wert zu sein. 1855. Gut, wenn ich die. Ich beschwere mich auf, dass ich die Expertentipps mir nicht aufhebe. Andererseits brauche ich die jetzt auch. Vielleicht schmeiße ich jetzt zu viel Geld. 1905, ja, ist gekauft. Ein Samurai, ein japanisches Schwert, 1710, fragt meine Experten, ja. 1500 gekauft. Vintage Baseball Programm. Science and Signals, finde ich die hier noch? Geht mal nach Ray nochmal, der hatte doch, glaube ich, Straßenschilder oder so. Stoppschild. Also Stoppschild kann ich nicht kaufen. Muss ja den Bus sicher halten für die Kiddies, sagt er. Nee, dann. Aber hier habe ich, glaube ich, noch gar nicht reingeguckt. Was ist das? Diecast Truck. $20 auch nur wert. Oh, ein Meteorit. 835. Kommen den nämlich mit 785, jawohl. Jetzt hier keine Science mehr kaufe. Das teuerste, was mir hier noch über den Weg läuft, kaufen. Garage Sign, das passt doch. Ist aber nicht viel wert. Aber ich kaufe es trotzdem. 280 ist gekauft. Father's and Sons Garage. Ein Teil noch kaufen. Ach, stimmt, bei Carlisle und so hatte ich, glaube ich, auch. Ne, zwei Teile noch. Parts Sign. 75 ist mir nicht teuer genug. Restaurant Sign. 125, auch nicht teuer. CA License Plate. Nee. Carlisle gab's doch noch hier so ein paar. Signs. Ist das ein Barberpole? Ein Friseur, wo die Friseure sich mit ihrem Laden kennzeichnen. So, dann haben wir hier Soda Sign. Die sind alle nichts wert, mehr oder weniger. Nein, Wimmelbilder will ich nicht machen. Wenn da kaum noch was gefragt ist. Dime Store Sign. Ist ja auch wertvolle Signs. Coffee Sign. Alles nur im zweistelligen Bereich teilweise hier. Ein Barn Plate. Nee. Ist das da oben? Ein Ham Radio. Nee. Nee, lieber nicht. Leider nein, leider gar nicht. Gucken wir hier nochmal. Vintage Ice Cream Sign. Das ist auch nicht viel wert. Geben die mir so eine Kategorie am letzten Tag. Als Open Neon Sign. $100. Hey, komm, dann kaufe ich jetzt einfach alles, was ich noch an teuren Sachen finde. Ist das jetzt hier? Oder nicht alles, aber ein paar ausgewählte Sachen. Civil War Map. Hier, der Kronleuchter ist bestimmt was wert. 765. Na, hätte ich, würde gerne noch vierstellige Sachen. Mit vierstelligen Wert kaufen.
Goldene Eulenstatue. 60 nur ist doch aus Gold. Scheint ja kein echtes Gold zu sein. Ich kann noch Sachen kaufen, die ich mit meinen Sachen kombinieren kann, aber bin mir jetzt nicht sicher, was das so noch sein könnte. Könnte ich denn jetzt noch was finden? Immer noch zu HR Salvage. Ein Gastank, nein. Slot Machine. 1185 kann ich auch noch restaurieren. 1160 nehme ich mit. Letzte Gegenstand. Eine Airplane Lampe, nein. Ein Fernseher, nein. Vintage Gumball Machine, nein. Ein Trockner, 55 Dollar nur. Ja, guck ich hier oben nochmal rein. Gut, so Schrotthallen, Müllhalden sind ja auch nicht bekannt dafür, die größten Schätze zu bergen. Eine Golfkarre, 240 nur. Für 240 würde ich mir so eine Golfkarre wohl auch für den privaten Gebrauch kaufen. Was ist das jetzt hier? Fool's Gold? Ja. Künstliches Gold oder was? Ah, ein Schlüssel. Schlüssel sind ja echt gut versteckt. Parts sein. 80 Dollar nur. Ein Jack. Ist in ein Jack? Genau. Gucken wir mal bei Tine Wittler / Cindy aus Marzahn nochmal vorbei. Stained Glass Window, sowas hatten wir doch schon mal. Ist kaputt. 1290, ja komm, nehme ich mit. So. Der letzte Tag, der große Ausverkauf startet. Gucken, ob wir jetzt wirklich die uns den Laden nochmal einrennen oder ob wir wirklich sehr viel versteigern müssen. Immerhin keinen Platz kaufen. Ja. Ich kann auch Experten fragen, wie viel ist dieser Stock wo wert? 105 nur, nicht 185 oder 205. Das Fenster repariere ich für 235 und frag mal den Experten, wie viel es wert ist. Oh, jetzt hat mir eher den Preis gedrückt. Ich nehme mal 2100. Slot Machine. Repariere ich für 265. Dann nehme ich mal 2225 Dollar für. Oh, es wird immer voller hier. Garage Sign. 420. Meteorit. Metroid. 1385. Dann haben wir noch das japanische Schwert. Da hätte ich gern 2375 Dollar für. Was für eine Auswahl hier mittlerweile. Und noch die Baseballkarte mit Hackbox drauf von den Chicago Travelers. Gibt es den Verein in Wirklichkeit? Ich weiß es nicht. 2605. So, jetzt werden hier generell nochmal die Preise gesenkt, bevor ich alles versteigern muss. Von dem T-Rex-Schädel nehme ich mal 250 weg. Jefferson's Wig 100 weg. George Washington Letter 1000 Dollar runtergehen. Dem Triceratops nehme ich nochmal 200 weg. Bei dem Säbelzahntiger, nee, nichts. Bei dem Sci-Fi-Movie-Poster 400. Winter Vampire Hunting Set 100. Bei der Harfe nehme ich nochmal 200 runter. Das Octopus Movie Poster nehme ich 100 weg. Stained Glass Window, ne. Slot Machine, ne. Dann haben wir noch die Seemine, nehme ich mal 50 weg. World War II Bombe, 50. Jewelry Armoire, nehme ich mal 100 runter. Von dem der antiken Schreibmaschine, 150. Der fossile Zahn, 50 Dollar weniger. Meteorit, ob das hier noch einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Von Meteorit nehme ich nochmal 50. Ah, den habe ich doch gerade erst reingestellt. Ne, den nehme ich natürlich die 50 wieder drauf. Artillery Ragefire, nehme ich mal 50 Dollar runter. Jetzt nicht bei jedem einzelnen Gegenstand. Trombone nehme ich mal 20 weniger. Money Clip 20 weniger. Dartboard 10 weniger. Coin Changer 40 weniger. Executioner's Axe 20 Dollar weniger. Dann haben wir den silbernen Löffel 25 runter. Buchpresse 50 Dollar runter.
Von dem Fernseher hier 5 Dollar runter und von dem Schachbrett 20 Dollar runter. So, letzte Verkaufsphase. Ready for Shoppers. Das Knife Set. Ich habe 285 investiert. Mir bietet jemand 205? Nee. 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 Ah, ich hätte zumindest zu dem Preis, für den ich es gekauft habe, verkaufen können. Habe aber nein gesagt. 380 für die Oddball-Figur. 395, 410, 425 hätte ich 10 Dollar Gewinn gemacht. Ja, komm, bevor ich gleich Verlust mache im Auktionshaus, weg damit. Säbelzahntiger, 1835 wird mir geboten. Nee. Oh, hier, wenn ich es für 2135 verkaufen würde, hätte ich 25 Dollar Gewinn gemacht. Das ist mir zu wenig. Nee, dann kann er sich es nicht leisten. Für die Footballkarte. 590, ja, immerhin 95 Dollar Gewinn gemacht. Das Vintage Surfboard, 1520, ja, verkaufe ich. Baseballkarte, doch noch relativ viele Käufer jetzt am letzten Tag. 1915, hätte ich nur 10 Dollar Gewinn gemacht. Nee, dann nicht. Für die antike Adding Machine, nein, meine Preise sind wohl nicht so freundlich. So, Meteorit, 1265, ist verkauft. Ich kenne zwar den Wert nicht, aber ich verkaufe es. Trombone, 105, ja, 15 Dollar Gewinn, nehme ich. Garage Sign. Tatsächlich noch einige Käufer hier, wie gesagt. 345, 400 verkauft. Fossile Fußstapfen. Oder liegt das daran, dass ich die Preise auch nochmal durch die Bank gesenkt habe? Zumindest von fast allen. 1310 für den fossilen Fußabdruck. Oder wird mir jetzt jeder einzelne Gegenstand noch abgekauft? Kriege ich hier für jeden Gegenstand noch ein Angebot? Weil die Leute wissen, mein Laden schließt jetzt hier, oder wie? Oder schließt der Laden überhaupt? Oder war das hier nur ein Wettbewerb? Wer weiß. 1230, hätte ich verkaufen sollen. T-Rex-Schädel. 3200, nein. Liberty S-Coin. So viel Angebot hatte ich, glaube ich, echt noch nie an einem Tag. Nein, werde ich auch nicht los. This was the last day and there are no more shoppers. You can still auction off remaining inventory before closing for the day. Das war der letzte Tag und es gibt keine weiteren Käufer. Du kannst immer noch die Sachen versteigern, okay? Und das sind doch auch noch einige Sachen. Das kann jetzt noch eine ganze Weile dauern bei diesem Part. Das sind jetzt noch 15... Ne, Quatsch, 18, 36, 42, 49 Sachen, die ich versteige. Fangen wir mal mit den günstigsten Sachen an. Dieser Part kann eine ganze Weile dauern noch. Ich hoffe mal, dass meine Festplatte damit spielt und nicht gleich voll ist. So, versteigere ich mal den kleinen Fernseher. Ob das nicht so lang dauert, skippe ich das jetzt mal. Für 26 Dollar, 1 Dollar Gewinn gemacht. Zumindest bei den günstigen Sachen. Bei den günstigen Sachen überspringe ich das jetzt mal. Auf Skip. 30 Dollar ich für dieses Schachbrett bezahlt. Ich kriege 26. Ich sag mal, wenn wir im vierstelligen Bereich sind, dann gucke ich mir das mal an. Aber jetzt hier die günstigen, da skippe ich. 175 verlange ich. Ne, 75 Dollar habe ich bezahlt für dieses Depression Era Newspaper. Wie viel kriege ich? 55 Dollar kriege ich zurück, für 69 verkauft. Ja. Money Clip. Ich habe 75 bezahlt. Kriege nur 46 raus. Für 58 verkauft. Für den antiken Stock habe ich 75 bezahlt. Kriege, ja, hab was verdient. Für 124 verkauft. Ich habe immerhin 24 Dollar Gewinn gemacht. 54.000 jetzt auf dem Konto, circa. Das Vogelhaus, 120 investiert. Ja, 7 Dollar Verlust gemacht, 141 verkauft. Ah, jetzt mache ich echt hier großes Verlustgeschäft, glaube ich, weil das Auktionshaus sich, wie viel in die Tasche steckt? 20% oder so? Für den Coin Changer habe ich 75 investiert. Ich mache. Er wird für 77 verkauft, aber ich muss 15 ans Auktionshaus absteuern. Das heißt, ich mache Verlust. Das Dartbrett, 130 bezahlt. Und kriege immerhin 138 dafür raus. 172 der Gesamtpreis. Das Bigfoot-Foto, ich habe 100 bezahlt. Oh, wird nur für 19 Dollar verkauft. Ich kriege nur 15. Die Executioner's Egg, 125 habe ich dafür gelöhnt. Kriege ich immerhin 106 zurück. Der Löffel, ich habe 75 gezahlt. Und kriege 96, weil er für 120 verkauft wird. Die Buchpresse. Ich habe 160 Dollar reingesteckt. Kriege 145 zurück. Der World War II Helm. 160 dafür bezahlt. Zumindest für ein paar Sachen hier Geld. Ich kriege nur 111 zurück. Also schon ein Verlustgeschäft. Aber immerhin füllen wir unser Konto nochmal. Habe ich hier zu hoch gepokert bei einigen Sachen? Fragezeichen. 285 in das Messerset investiert. Kriege 179 nur wieder. Antike Adding Machine. Wollte mir doch noch jemand abkaufen, oder? Ich habe 390 dafür. Kriege 290. 320 dafür gezahlt. Kriege 193 nur. Für den Handspiegel. 210 gezahlt. Kriege 202 wieder. Naja, das geht ja noch. 235 für den eingerahmten Newspaper-Artikel mit der Mondlandung. Wie viel kriege ich dafür? 245, ja. Immerhin 10 Dollar Gewinn gemacht.
Der antike Kühlschrank. 450 gelöhnt dafür. Hier 326 wieder. Das Auktionshaus macht sich die Taschen voll. 390 für das Roulette Wheel. Hätte halt nicht so krasse Preise verlangen sollen bei vielen Sachen, denke ich mal. 322 kriege ich für das Roulette Wheel. Also es wird dafür teurer, für mehr verkauft, als ich investiert habe. Aber das Auktionshaus steckt sich halt so viel in die Tasche. Für die Seemine 510 bezahlt. Hier 378 wieder. Für die World War 2 Bombe. Vielleicht habe ich auch manche Sachen einfach zu teuer gekauft. Ich habe 365 gezahlt für die Weltkriegsbombe. Kriege 258 wieder. So, jetzt sind wir gleich im vierstelligen Bereich. Das Jewelry Armor. Ich habe 540 investiert. Kriege 395 raus. Die antike Schreibmaschine. 485 war mein Preis. Kriege 340. Ja, es ist ein Verlustgeschäft. So, jetzt der Anker. 950 gekauft. Jetzt gucke ich mir das mal genau an. Vierstelligen Bereich bitte. 665, ja, 965, 1110, das sieht doch gut aus. Verkaufwert 1110 Dollar, aber ich mache trotzdem Verlustgeschäft damit. Dann der fossile Zahn, 755 war mein Preis. Ach, jetzt habe ich es geskippt, 733, sorry. Kriege ich dafür wieder für das Movistar-Bild. Ich habe 75 nur gezahlt. Da werde ich ja wohl hoffentlich Gewinn mitmachen. 850 der Wert. Gut, manchmal habe ich vielleicht auch echt schlecht gefeilscht. Hier wohl recht gut. 1186 verkauft. Ich mache fast 900, mehr als 900, fast 900 Dollar Gewinn damit. Die Cappuccino-Maschine. 975 war mein Preis. Zahlt mir 1000 Dollar oder mehr dafür. 610. Der bietet mehr. Da sind wir schon im vierstelligen Bereich. 1110 mal wieder. Den Preis hatte ich doch schon. 1204. Könnte ich sogar Gewinn mitmachen. Verkaufte 1204. Ah, 12 Dollar Verlust, aber immerhin das Geld ungefähr wieder reinbekommen. Für den Artillery Range Finder habe ich 1110 gelöhnt. Ich habe viele Sachen halt auch relativ nah am eigentlichen Wert gekauft, deswegen dürfte ich im Auktionshaus dann ja aufs Maul fallen, oder? 1415. Nice, 1585. Schön, schön. Verkauft zum 1., zum 2., zum 3. für 1585. Ich habe zumindest 158 Dollar Gewinn gemacht. So, wie viele Sachen haben wir noch? Noch ein paar. Die Kuckucksuhr. Für 920 gekauft. Ja, ja, ja. 1472 zum 1., zum 2., zum 3. verkauft. Ich mache zumindest knapp 200 so viel Dollar Gewinn damit. Dann das Multiphone. 1140 war mein Preis. Der Wert ist unbekannt. 64.000 auf dem Konto, schaffen wir es in den 100.000er Bereich noch. Haben wir noch einige teure Sachen. 1044 verkauft, da haben wir jetzt Verlust mitgemacht. So, dann haben wir das Octopus Poster. 815 war mein Preis dafür bei dem jungen Mann. Wert unbekannt. Das war aber schon bei 315, 620 Dollar zum 1., zum 2. Verkaufte 620, ey. Doch ein ordentliches Verlustgeschäft. Dann die Kashina Doll, die habe ich doch jetzt eben erst gekauft. 1410 dafür gezahlt. Mhm. Da sind wir im vierstelligen Bereich. 1125 zum 1., zum 2. Nein, es geht noch weiter. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? 1249 Dollar verkauft dafür. Auch ein Verlustgeschäft. Ich kriege genau 999 dafür. Dann das Stained Glass Window. 1600 habe ich da reingesteckt. Ist ja, glaube ich, auch repariert. Oh, ja, 1586 noch. Da muss doch noch jemand bieten. Nein, verkauft. Und ich kriege nur 1269 dafür. Die Slot Machine. 1425 dafür bezahlt. Wert unbekannt. Ah, oh, da sind wir schon bei 1815. 2037. Wow, wow, wow. Zum 1., zum 2. verkauft für 2037. Das Auktionshaus steckt sich 407 in die Tasche. Wir machen zumindest knapp 200 Dollar Gewinn. Die Harfe. 1330 dafür bezahlt. Wir haben jetzt 69.759 Dollar auf dem Konto gerade. Ein paar Sachen machen wir ja halt doch immerhin noch Gewinn. 1527. Da muss doch noch jemand was drauflegen. Hoffentlich. Nein, 1527. Verkauft. Machen etwas Verlust damit. Dann haben wir noch das Samurai-Schwert, das japanische Schwert, der 1575 investiert. Der Laden leert sich langsam.
1720 soll der Wert hier sein. Sehr selten. Zum ersten, zum zweiten. Da legt noch jemand drauf. Oh, da sind wir jetzt bei über 2000 Dollar. Verkauft für... Nein, nochmal. 2000. Wow, das geht ja aber ganz gut weg. Verkauft für 2785 Dollar. Wow, knapp 700 Dollar Gewinn gemacht. Dann haben wir die Jukebox. 1200 dafür gezahlt. Wert ist auch nicht bekannt. Aber da wird direkt ganz gut geboten. 1680 schon. Jetzt sind wir schon über 2000 Dollar. Verkauft für, nein, doch, verkauft für 2087 Dollar. 470 Dollar Gewinn damit gemacht. Dann das Vampirjäger-Set. 1125 Dollar war mein Preis. Es ist sehr selten, aber es soll nicht viel mehr wert sein. Sieht aber dann mal schlecht aus bei den Auktionen. Oh, da wird aber doch ganz gut geboten. 1601. Verkauft dafür. Ich mache zumindest 100 Dollar so viel Gewinn. 76.000 jetzt auf dem Konto. Jetzt 1905 bezahlt für diese Baseballkarte. Startpreis 400 Dollar. Über 1550 haben wir jetzt schon geboten. Bietet hier mir jemand 2500 für? Nein, leider verkauft für 1627. Das war auch mal wieder ein Verlustgeschäft. Dann das Sci-Fi Movie Poster. 1465 habe ich dafür gezahlt. Die Auktion startet bei 300 Dollar. Kriegen wir hier über 2000 für? Das ist ein ähnliches Verlustgeschäft wie das andere Movie-Poster. 1010, 1500, 1910, 2210, 2310, 2510, 2610. Bro, das geht aber echt ganz gut weg jetzt hier. 3332, Neptunian Robot Invasion. Ist das denn so viel wert? Verkauf für 3332 Dollar. Da wollte er die Schnapszahl nicht voll machen. Jackpot Sale. 2666 dafür bekommen. Jetzt haben wir den Thomas Jefferson Letter. Wert ist unbekannt. Ich habe 1500 gelohnt dafür. Wir starten mit 305 Dollar. Ah, echt selten so ein Jackpot Sale gab bei den Auktionen. 1655. Oh, 1703. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Verkauf für 1703. Ja, auch ein leider kein Gewinngeschäft. Dann haben wir die Liberty S Münze. 2405 war mein Preis. Der Wert wird auf 2615 hier geschätzt. 2525 haben wir jetzt hier zum ersten, zum zweiten. Nein, 2725. Oh, da sind wir jetzt über 3000. Wow, wow, wow. Der Preis geht jetzt auch 3725 zum ersten, zum zweiten. Nein, 4025. Meine Güte, was ist denn hier los? 4207. Verkauf für 4207. Das war jetzt kein Jackpot-Sale. Haben wir über fast 1000 Dollar Gewinn gemacht. Jetzt die Fossilien hier noch. Der Säbelzahn. Ein paar Fossilien hatte ich ja schon. Säbelzahntiger. 2110 war mein Preis. Sehr selten. In gutem Zustand. Da sind wir jetzt schon bei fast 2500 Dollar. Zum ersten, zum zweiten. Nein, 2675. Schaffen wir hier mehr als 3000. 2975. 3075. 3275. 3442 Dollar. Zum ersten, zum zweiten verkauft. Wir machen immerhin 600 Gewinn circa. Dann haben wir noch den Triceratops-Schädel, den wir schon seit einer Ewigkeit hier haben. 1400 investiert. Ich habe natürlich auch einen extremen Preis verlangt. Was war denn da incomplete? Was fehlte denn da? Der Körper oder was? Den habe ich auch nirgendwo gesehen. Oh, da sind wir jetzt auch schon bei 1720. 2020. 2078. 2078. Immerhin 150 Dollar Gewinn gemacht. Da hatte ich mir natürlich mehr von versprochen. Eine Bienenuhr. 2705 dafür investiert, ohne zu wissen, was sie wert ist. Wir sind jetzt ja auch schon bei über 2000. 2485. 2510. Schaffen wir hier mehr als 3000. Verkauft für 2510. Ja, ich bekomme 2008. Dies war ein Verlustgeschäft. Wir können hier noch in den sechsstelligen Bereich kommen. Wir sind gerade bei 91.280. Haben noch drei Gegenstände. Der T-Rex-Schädel 3570 war mein Investment. Soll 3875 wert sein. Kriegen wir hier mehr als 4000 für. Da sind wir jetzt schon bei über 3000. Er ist wohl gefragter als der Triceratops-Schädel. 3000. Boah, jetzt sind wir bei über 4000. 4075. Zum ersten, zum zweiten. Nein, 4375. 4000. Kriegen wir mehr als 5000 für. 4700. 8. 4000. Boah, der Preis geht hier ganz schön in die Höhe. 6675. 7175. 7565. Meine Güte, das geht ja echt gut weg. 7565. Jackpot-Sale. Mal knapp 2500 Gewinn gemacht. Damit. Zwei Gegenstände noch verbleibend. Thomas Jeffersons Perücke. Soll doch wahrscheinlich Thomas Jefferson sein. Hier Jefferson steht bekannt. Der Wert ist nicht bekannt. Ich habe 7440 bezahlt. Stehen kurz davor, in den über 100.000 zu haben am Ende. Gucken, auf welchem Platz wir am Ende stehen.
7.440 habe ich investiert. Wir sind jetzt schon bei fast 5.000. Bietet hier noch jemand mehr? Zum ersten, zum zweiten? Nein, zum Glück noch nicht verkauft. Über 5.000. Da muss noch mehr drin sein. Zum ersten, zum zweiten? Na, 5.595. Über 6.000. Das geht dann doch hoch. Ah, verkauft für 6.072. Das war dann doch ein Verlustgeschäft. Vor allem, ich kriege nur 4.800 dafür. Habe jetzt auch mehr als 100.000 auf dem Konto. Jetzt noch der George Washington Brief. 14.915 habe ich dafür bezahlt. Wir starten mal $2.485. Wert ist auch hier unbekannt. Habe ich da echt zu hoch gepokert und da zu viel für bezahlt? Das ist die Frage. Boah, ich dachte schon, jetzt wird es für 4.000 so viel verkauft. Kommen wir immerhin über 10.000. 9.585. Zum ersten, zum zweiten. 11.085. 12.000. 13.000. Zum ersten, zum zweiten. 14.085. 14.632. Zum ersten, zum zweiten. Verkauft für 14.632. Leider auch kein Geschäft, wo wir bei Erfolg gemacht haben, Gewinn gemacht haben. 113.896 haben wir am Ende auf dem Konto. Wir beenden dieses Pickers-Game auf Platz 5. Das ist ja noch ganz ordentlich. Haben im letzten Tag noch Profit von 58.891 gemacht. Haben uns wohl zu oft hier verkalkuliert und dann zu sehr darauf spekuliert, dass wir die Sachen loswerden. Haben dann jetzt bei den Auktionen doch relativ großen Verlust gemacht bei vielen Sachen. Naja. Aber wir beenden das Pickers-Spiel. Platz 5 am Ende. I can't see to see what we pick next month. Wir könnten das Spiel jetzt nochmal von vorn beginnen. Aber ich denke mal, das war es jetzt. Jetzt hier noch so einen kleinen Abspann. Small Town Business makes good. Penner finishes 5th in Nationwide Picker Challenge. Platz 5 ist doch ganz ordentlich. Ja. Jetzt haben wir noch den Abspann. Lass ihn mal kurz laufen. Ach, ich hoffe mal, ich brauche dringend eine externe Festplatte. Ich ist mal ziemlich nah an die Kante genäht, was ich hier mache. Also die Festplatte ist fast leer. Ich nehme mir noch so eine lange Folge auf. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt hier noch klappt. Den Abspann lasse ich trotzdem mal laufen. Ja, Pickers war ein ganz schönes Spiel. Man hat ja gewisse Erwartungen gehabt, die eher im niedrigen Bereich lagen, als man so diese Wimmelbildgeschichte und so gesehen hat. Aber so für so Spiele dieser Art, auch für Fans dieser ähnlichen Fernsehsendung, ist das doch, denke ich mal, ein empfehlenswertes Spiel. Also ich hatte jetzt durchaus Spaß damit. Es hat durchaus Laune gemacht. Endlich hat es auch mal ein Let's Play abgeschlossen. See if you can rake in more cash. Play again? No. Können wir natürlich noch die Schlüssel sammeln. Also wer auf sowas steht, also das ist mehr als nur so pure Wimmelbild-Sache so. Also, macht schon durchaus Bock. Jetzt haben wir hier Unlimited HO, da brauchen wir aber die Schlüssel noch für Achievements-Optionen. Ich denke mal, dieses Let's Play können wir jetzt beenden. Ich danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen und man sieht sich auf dem YouTube-Channel hier. Tschüss, bis